Mal gucken, kann man da nicht erstmal mal rumbauen? Geht. Was habe ich dort eigentlich? Die kommt erstmal weg. Hauptsächlich mit der wird gearbeitet. Danke. So. Zack, zack, zack. Und dann die Reihe. So. Es ist halt ein recht großes Terrain. Allerdings ist es ja jetzt nicht so, dass wir hier alles mit Häusern oder mit einer einheitlichen Fläche zuklatschen wollen. Sondern es wird ja schon sehr bunt. So, dann schaue ich mal. Also hier kommt fix der Eingang hin. Und wir passen die mal hier an. So. So. Auch nicht allzu hoch die Mauer. Gerade so, dass die hiermit so abschließt, dass wir quasi nach vorne hin. Ja, stimmt, dort gehen die paar Reihen drauf. Dass wir nach vorne hin so ein bisschen Überhang machen können. Und darunter kommt wie immer unser Wasserfluss. Und dann ist die Fläche da auch weg, hier die dazwischen. Clever gelöst. So. Der Eingang hier. Na, hier kommt dann später auch noch wieder ein Gitter davor, dass hier keine Monster reinschwimmen können. So, hier am Rand kommt erstmal Zuckerrohr dann hin. Und irgendwo kommt jetzt eine Treppe hin. Holz holen. Wow, wenn die Fläche dann jetzt auch noch zur Stadt gehört, wow. Ich meine, das ist ja schon eigentlich eine richtig fette Erweiterung wieder. So. So. Und jetzt wird schon wieder dunkel. Allerdings sehe ich nur zwei. Nee, drei Schafe. Perfekt. Zack. Schaf 1. Wow. Schaf 2. Und Schaf 3. Hier jetzt natürlich eine Treppe anzulegen, ist jetzt, ich sag mal, mutig. Im Zweifelsfall kommen jetzt Monster die Treppe hoch und kommen direkt ins NPC-Dorf, aber das ist mir jetzt momentan egal. So. Da konnte ich mir aber noch so gerade eben reinlegen. Hat der mich noch angefackelt, der Spast? So. Treppe. Boah. Nerv nicht. Danke sehr. 1, 2, 3. So. 3, da. Hier ist oben. Jetzt brauche ich ein paar Stufen. So. Das ist jetzt auch doof. Können wir uns eine Reihe sparen hier.
Jetzt ein kleines Geländer. Ja. Solide, einfach. So, und dann könnten wir, um heute schon mal irgendwas gemacht zu haben, hier schon mal so ein erstes Blumenbeet anlegen. Ich sag mal, für die Blumenbeete hätte ich mir ja wirklich gewünscht, dass dass der Dreck aus den, wie heißen sie, Redwood-Biomen, dass die quasi, ich weiß nicht, mit Behutsamkeit abbaubar sind, dass man die auch überall benutzen kann. Ist leider nicht, habe ich getestet. Denn das wäre schon schöner, wenn die Blumen irgendwie auf so einer Erdfläche stehen würden. Umgeben von Dreck. Und da wir ja noch kein Potstool haben, das wäre dort das Naheliegendste, dafür einfach dann Potstool zu verwenden, aber haben wir leider nicht. Was mich auch ziemlich nervt, dass wir das nicht gefunden haben. Aber ich möchte jetzt nicht noch 10 Folgen für die Suche verschwenden. So. Damit ist die Lücke hier auch zu. Und da man Blumen leider nicht auf Kies legen kann, müssen wir es erstmal so machen. Thema Kies, davon brauchen wir natürlich auch allerhand. Den holen wir jetzt auch schnell, zumindest ein paar Stacks davon. Das passt ja richtig, man kommt hier hoch und hat direkt auch noch Grün. Ich stehe immer noch dazu, das war damals eine gute Idee, die Dächer hier aus Dreck zu bauen. So, Kies. Hatten wir den auch schon nach unten verlagert oder war der hier noch irgendwo drin? Ne, ich glaube, der war hier, oder? Ach, da ist er ja. Kies. So. Noch ein bisschen mehr mit. Dann können wir schon mal einen ersten Weg anlegen, ein erstes Beet. Nochmal kurz zurück. Für die Umrandung der Beete hatte ich mir gedacht, dass wir dafür doch ganz gut irgendwie Holzhalbsteine nehmen können. Und wir haben doch bestimmt noch so viele auf Lager, dass ich da erstmal keine machen brauche. Akazienholz haben wir noch ein bisschen was. Haben wir hier irgendwo eine Restekiste? Ja, packen wir hier erstmal alles rein. Ja, ich weiß, ich mache schon wieder Unordnung und das gleich in den ersten Folgen. Das reicht erstmal. So, was wird denn in unserem ersten Beet wachsen? Ich würde schon fast sagen, wir fangen irgendwie klein an. Jetzt hätte ich auch gleich ein bisschen Zuckerrohr mitnehmen können. So. Hier kommt, weiß ja was ich, später so ein Infoschild hin. Und hier kommt dann wirklich der erste Weg hin. Der läuft jetzt auch nicht ganz so weit. Der läuft jetzt erstmal hier bis zur Treppe. So. Bauen wir das Bett mal kurz ab. Das kommt dann erstmal hier hin. Hier kommen ganz obligatorisch die Fackeln dran, die wir eigentlich immer an solchen Stellen dran tun. So, dann setzen wir den Kies hier rein.
Der könnte etwas grauer sein, meiner Meinung nach. Na gut, aber vom Grün hebt er sich ganz gut ab. Jetzt in der Drecklandschaft wird er wahrscheinlich untergehen. So, dann. Dann fangen wir doch gleich an. So ungefähr. So, das ist das erste Beet. Man könnte jetzt das Beet auch noch höher legen. Wie sieht das denn aus? So. Wenn dann grün drüber gewachsen ist, dann geht es. Da können wir ja verschiedene Beete machen. Eins tiefer gelegt, eins höher gelegt. Da sind wir ja ganz offen und flexibel. Ach, guck mal, da ist schon ein Gras drauf und schließt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass ich schon wieder dieses Better-Gras mitgemacht habe. Obwohl man das bei dem Texture Pack gar nicht mitmachen soll. Oder ob das so direkt schön grün abschließt. Aber warten wir einfach mal ab. So, das heißt, hier könnte theoretisch dann der nächste Weg liegen. Der würde dann rein theoretisch erstmal bis hierhin gehen. Wir gehen nachher auch noch ein bisschen in die Tiefe. Oder machen wir alles auf der Höhe? Würde auch gehen. So hoch ist das jetzt nicht. So. Was vielleicht ganz interessant wäre, wenn wir hier auf die, wenn wir hier auf die Ecken, einfach mal auf die Ecken verzichten und dort vielleicht einen Glowstone direkt in den Boden reinsetzen. Dafür haben wir sie ja. Was wollte ich jetzt holen? Ach, Glowstone, genau. Wurde gerade schon wieder abgelenkt, so ein bisschen. Abgelenkt von einem Hund, der sich als AT-AT verkleidet hat. Naja. Ich denke, das ist ein guter Grund, um sich beim Let's Play ablenken zu lassen. Ich schließe dieses Bild am besten. Was die Leute so alles auch ins Netz stellen. So, dann schauen wir mal, wie das mit dem Glowstone aussieht. Wir müssen ja auch diese ganze Fläche trotz allem beleuchtet kriegen. Zumindest halbwegs. Also wenn so zwei, drei Monster mal hier rumgammeln, dann finde ich das nicht schlimm, allerdings hört ab einer bestimmten Monsterpopulation der Spaß dann wirklich auf. So. Nochmal schnell rein ins Bettchen. Da lang. Oh, so, da haben wir schon mal einen guten Anfang jetzt gelegt. So, jetzt sind wir natürlich hier sehr tief. Da fehlen wie viele? Da fehlen drei Reihen mindestens. Da würde ich sagen,